krasse Themen heute wieder am Start und das seht ihr alles nach dem Intro. Also dranbleiben, Intro! Ihr wisst ja sicher, dass fertige Kosmetikprodukte verboten ist, an Tieren auszutesten. Viele Leute haben dieses Gesetz ausgenutzt, indem die Kosmetikprodukte noch nicht fertig waren. Waren sie noch nicht fertig, war das noch kein Gesetzbruch, weil im Gesetz steht, dass die Kosmetikprodukte fertig sein müssen, damit man einen Gesetzbruch begeht. Wo die EU gemerkt hat, dass die noch nicht fertigen Produkte ausgetestet wurden an Tieren, hat die sofort direkt versucht, alles Mögliche, dass das Gesetz in den Gesetzen reinkommt, in den Gesetzen, ja. Und das war dann halt auch direkt am Montag. Ja, wie findet ihr es? Sollten Kosmetikprodukte an Tieren ausgetestet werden? Meiner Meinung nicht. Schreibt eure Meinung einfach mal in die Kommentare und kommen wir schon mal zu den nächsten News. Die meisten von euch kennen sicher Sammy Slimane aka Hair Tutorial. Meiner Meinung nach ist es eine der Personen, die es am weitesten auf YouTube derzeit geschafft hat, also im deutschen Bereich. Weil erstmal hat er eine riesen Hater-Basis gehabt und die hat er langsam abgeschafft und jetzt ist er sogar noch der Moderator von Viva Top 100. Das ist einfach nur krass. Und seitdem gucke ich auch ein bisschen mehr Viva. Und wie sieht es bei euch aus? Ist es auch so? Schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare. Hier in meiner News Show rede ich ja nicht öfterem über Petitionen. Und ich glaube, das ist sogar das erste Mal, dass ich über eine Petition rede. Diese Petition ist nämlich gegen die Gewaltbilder und Videos auf Facebook. Ihr kennt das doch sicher, dass hier... Ihr kennt es doch sicher auch, dass man einmal oder zweimal pro Woche oder pro Monat ein Gewaltvideo auf deren Pinnwand hat. Und die will halt einschicken zu Facebook, dass doppelte Bilder oder Videos nicht auf Facebook hochgeladen werden. Also dass die, wenn die einmal entfernt werden, nie wieder von jemand anders hochgeladen werden durch ein System, was die Videos automatisch erkennt. Wir sehen das doch auch auf YouTube. Wenn jemand ein doppeltes Video hochladet, wird es ja auch direkt gesperrt, entweder von der GEMA oder sonstiges, und die werden automatisch erkannt. Das gleiche könnte man meiner Meinung nach auch auf Facebook einsetzen, dass keine doppelten Videos oder Bilder hochgeladen werden. Meiner Meinung nach eine recht klasse Idee und ich habe die Petition direkt unterschrieben. Den Link habt ihr unten in der Videobeschreibung. Es sind derzeit 6000 Personen und es wäre sicher Hammer, wenn noch ein paar Leute dazukommen, weil die brauchen halt noch ein bisschen mehr. Ja. Ihr wisst, wo der Link ist. Unterschreibt so schnell wie möglich. Und ja, das war's auch schon wieder heute am Samstag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mal einen Daumen nach oben. Es würde mich echt freuen, wenn ihr es in die Kommentare schreibt, wie ihr das hier mit den Kosmetikprodukten bei Tieren findet. Es würde mich echt mal interessieren. Ich schreibe auch gerne mit. Ja, wie gesagt, Daumen nach oben, wenn euch gefallen hat. Wenn nicht, dann auch. Ja, man sieht sich nächste Woche Samstag. Vergesst nicht einzuschalten. Ciao!